Ja, hallo zusammen. Ist das nicht wunderschön? Da muss man ja rausgehen. Ich bin unterwegs zum Camp. Uwe, ich glaube auch Isabel, müssen auch noch später dazu stoßen. Geplant ist, weiter aufzubauen. Und je nach Fortschritt bleibt man wahrscheinlich auch die ganze Nacht. Also unsere erste Nacht im Camp. Mal schauen. Aber im Moment genieße ich die Sonne, der Schnee. Einfach ganz toll. Wirklich wunderbar. Okay, schauen wir, was der Tag bringt. Der Landwirt hat mir noch gesagt, da er erst kürzlich Holz gerodet hat. Sehr viel Hasel, Buche, Tannen, dass er mir das Holz gibt. Ist natürlich toll. Habe ich auch mal frisches Holz, denn normalerweise benutze ich ja ausschließlich Holz, das am Boden liegt. Aber da es hier ja im Camp geht, das längerfristig erhalten bleiben sollte, habe ich natürlich Spaß und Freude, damit ich vielleicht das frische Holz bekomme. Gut, gehe jetzt mal weiter und genieße es, hier gemütlich durch den Schnee zu laufen, ziemlich gefroren, und bin ja bald schon beim Camp. Sieht man schon das Camp? So, ja, wunderbar. Alles noch tipptopp in Ordnung. Ist ja auch immer die Frage, hält oder hält es nicht, was man da so konstruiert. Aber wunderbar. Gut, ich werde mich jetzt mal das letzte Stück, das ist dann noch steiler. Das wird ja dann später mal der Hang, den wir als eigentlich Schießanlage für Bogenschießen, Schleuder etc. benutzen. Der ist ja richtig steil, also das geht im Moment hier, wenn man hier das so sieht, der geht geradewegs hier runter. Also wenn ich, seht ihr, wenn ich hier mal so ein bisschen Schnee runter werfe, also das geht gleich Böschung runter. Wir hatten Besuch diese Nacht. Seht ihr die Spuren? Ja. Und die führen da wieder hoch. Das ist Rotwild, das jeweils aus dem Wald rauskommt. Also Fuchs, das ganze Rotwild noch. Deswegen vermutlich auch dieser Hochsitz vom Jäger. Also ich hoffe mal, dass er dann irgendwie, wenn ich hier mal bin, sieht, dass ich kein Rotwild bin. Hm. Hoi! Ja, da ist gut. Super. Ja.
Der Eingang ist hier. Und der Uwe ist auch wieder hier. Hi. Mit dem Schlafzeug. Sehr gut. Kommt er rein? Und er keucht schon. Ein bisschen. Auch ein bisschen. Das kann er da. Hauen wir die Pinnen rein. Ja, dass ich an der Fuhre spannen kann. Ja, wir machen uns hier eine Bündner Gerstensuppe, nennt sich das. Was Deftiges, weil der alte Mann dort, ich glaube, der ist ziemlich müde. Der alte Mann ist leer. Weil er hat ja doch heute schon, was hat er gemacht? Ja, drei Holzklötzchen zusammengebunden. Vier. Nee, wir haben ganz toll gearbeitet heute. Sehr toll und jetzt haben wir uns das verdient, mal was Deftiges, was Warmes. Und unser Tarp, ja, langsam sieht es nach einem Iglu aus, aber ist ganz toll. Ja, das Nachtlager steht, Nacht kommt langsam, aber was ist jetzt, 6 Uhr? Ich hoffe, du kriegst so langsam rein. Ja, okay. Aber jetzt essen wir zuerst mal unsere Suppe, was Deftiges. Ah. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich trage hier so wie einen Ring ein kleines Lämpchen. Ich nenne das mein Pisslämpchen, weil in der Nacht, zack, habe ich sofort Licht. Wenn es mal Batterie fertig wäre, hier hat es eine kleine Kurbel, kann ich dran drehen und braucht keine Batterie. Geht sogar noch mit Solar, wie ihr hier sehen könnt. Und ich finde es ganz toll, stört mich nicht, muss keine Taschenlampe suchen in der Nacht und finde es einfach gut. Gute Nacht. Ja, unterdessen bricht der Tag an. Wunderschön, es schneit zwar wieder ein bisschen und ein bisschen kalter Wind ist aufgekommen, aber es soll ja in den nächsten Tagen, so von übermorgen weg, bis minus 16 Grad werden. Naja, dass Kälte kommt, es ist Winter, sehr schön. Aber dann auch so kalt, unser Tarp, ja, eingeschneit bis. Und es hat immer wieder die Nacht durch ein bisschen geschneit, aber jetzt nicht so arg und wie gesagt, es war ja nicht so kalt. Uwe immer noch vermummt, eingelullt. Ja, aber vorhin war er mal kurz wach. Ich denke, er wird jetzt auch einen Kaffee nehmen. Ja, gut. Ich mache mir jetzt noch mal einen Kaffee, einen richtigen Frühstückskaffee. Und geht es ein bisschen. Ja, auch Uwe ist wach jetzt. Es ist unterdessen 11 Uhr. Ne? Nee, ich glaube 8 Uhr, vielleicht halb 8. Seine Top-Gamaschen, die sind echt gut, habe ich letztes Mal schon gedacht. Ja, er muss zuerst noch ein bisschen enteisen, Uwe, der ist noch nicht richtig, noch nicht voll da. Deine Frühstücksküche, lecker, lecker, lecker. Jetzt kommt die Sonne. Ja, es tut sich ein bisschen auf, wunderschön. Ah, da hinten kommt es auch raus. Sehr schön. Ja, es öffnet sich der Himmel. Super, super.
Lecker. Leckeres Frühstück. Speck. Und diese bayerische Obstsalat. Wie heißt das? Ja. Ja. Streichpaste, aber ist irrsinnig lecker. Da hat es alles drin, was man braucht. Und wirklich ganz lecker. Also Zwiebel, ich weiß es. Alles drin aber. Schmeckt wirklich lecker. So, das war's für heute. Kommt zwar die Sonne raus, aber kommt wieder Schneefall und ja, wieder nach Hause. Und den Uwe, den muss ich ja wieder zurückbringen. Der braucht die Medikamente bis 2 Uhr. Aber ich wünsche euch tschüss, danke fürs Reinschauen. Ja, bye bye. Bis zum nächsten Mal.